Hallöchen und willkommen zum Teil 15 vom Eulenwald Labbook im Designteam Funkelkram. Jo. Ja, hier liegt jetzt so halb aufgeklappt, ne? Dabei muss ich hier jetzt wieder ein bisschen zuklappen, sonst kann ich nicht weitermachen. Und ab und zu geht hier was von dem Moos ab. Das finde ich ja ziemlich doof, ne? Aber gut, ich habe ja auch ziemlich Stipsen hochstehen lassen, ne? Da kann das ja passieren. Ja. Aber die meisten, die sind hart, da bröselt nichts. Aber wenn die Spitzchen so dünn sind, dann natürlich, da kann was abbrechen, das ist klar. Hier ist auch was nicht richtig fest. Ach, was nicht fest ist, wird fest gemacht. Komm her. Oh, was jetzt? Da. Dann hält er da auch. So, und der Kleber, den sieht mir nachher nicht mehr. Und die zwei, die werde ich gleich, das ist der Junk Journal Kleber, die werde ich gleich hier hin machen. Zack. Ja, bleibst du bitte liegen, danke, das wäre echt gut. So, ja. So, da kann das vor sich hin trocknen. Trocknet ja relativ schnell. So, und immer wenn was abbröselt, dann mache ich wieder fest mit Kleber. Gut, da kommt nicht mehr an die ursprüngliche Stelle, weil ich weiß ja nicht, wo es abgegangen ist. Ne? Aber wenn juckt, mich nicht. So, jetzt habe ich noch jede Menge Karten und jede Menge Schnipsel. Und da hole ich mir auch die ganzen Schnipsel hier hin. Die hole ich mir jetzt alle hier vorne hin. Alle. Ja. Und dann gucken wir mal, was machen wir mit den Schnipseln und den Karten. Also ich muss ja einmal irgendwann vertan, wo ich die Karten dann nach und nach reinschiebe. Mein Gott, küsst die jetzt? Die wollt doch nicht. Ja, die gucken auch quatsch nur. Ja, du willst auch nicht, ich weiß. Ganz brüskiert guckt, da werde ich ihn einfach packen. Wie kann ich auch so dreist sein, ne? Ja, ja. Und die Eulenpost. Ja, die machen wir in den hinteren Teil von dem Buch. Da sind ja, ist ja alles, was Brief angeht, ne? Oh Gott, da ist ja immer noch. Ja, Eulen, Elfen, Gedöns. Alles Mögliche. Ja. So, und du jetzt mal weg. Und da haben wir die Karten. Und ich hatte noch die drei Blätter hier. Nein, du jetzt bitte auf Seite, ich will da dran. Ach, das hier, da. Habe ich ja auch noch. Wie war das so rum? So, und das sieht man hier an dem Baum. Das könnte man so, wie es ist, könnte man das einkleben, ne? Das sieht cool aus. Wenn wir das nämlich hier ankleben, und dann auch hier das hier unten, dann hast du da wieder eine Tasche. Und da kann man wieder einfach reinstecken. Das ist schon mal gut. Und das gefällt mir auch so, wie es ist. Finde ich nämlich super gut. Ja. Guck mal, das ist davon. Aber ist ja nicht nett oder so. Ich lasse das so. Das werde ich einzeln benutzen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier den Jungen. Den Jungen, den tollen Kessel und hier oben die Bogen, die finde ich so klasse. Ja. Dann fangen wir mal an, auseinander zu schneiden. Jetzt gucke ich aber schnell, ja, jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, ja, sei Dank. Weil das vergesse ich ja gerne, ne, auf die Uhr zu gucken. Und dann habe ich ganz schnell ein Problem. Was ist das, ein Schlang oder was? Also da ist der Jung, da ist die Eule, da ist der Besen und hey, was ist das? Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich muss ja auch nicht alles wissen, ne? So,
hoffentlich habe ich jetzt nichts von der Kleidung abgefritzelt, aber sieht nicht so aus. Nicht, dass dem armen Kerlchen nachher ein Stück vom Arm fehlt oder so, ne? Haben ihn amputiert, das wäre natürlich peinlich. So, das will ich nämlich so dann da irgendwie einbauen, ja. Wie weiß ich noch nicht, aber das sehen wir ja dann noch, ne? So, die Eule. Mir. Ach, guck mal, da steht 2004. Da steht echt 2004. Ja, gut. Weißt du gar nicht, was das zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht. Denn das ist ja nicht 2004 entstanden. Jo, ich weiß nicht. Und das Schnauze kurz davor kann ich nicht lesen. Oh ja, macht nichts. Jo, der Besen mit dem Kessel darüber finde ich mega interessant. Und da hätte ich auch hier einen Hitter da drumrum, so. Ja. Oder so. So. Ja. So. Ja, komm, ruhig schon ein bisschen weiter. Ja, ich weiß, du bist nicht mehr die Spitzeste. Hast ja auch schon ein paar Meter geschnitten, du Scherer. Heute Morgen, ich habe heute Freitag, Freitag ist Freitag, denn dann ist Brötchentag. Da kommt nämlich immer unser Bäcker. Der hat die weltbesten Brötchen, die schmecken echt wie früher, ne? Und da bin ich ja sehr, sehr früh wach. Und er kam heute noch was früher, weil die Firma, die er vorher anfährt, die hat einen Brückentag. Und naja, ne? So ist das dann halt. Und da hatte ich natürlich gut noch was Zeit. Nachher bis der Nachbarsjunge, der kommt helfen. Dankeschön, mein Lieber. Ne, ich nenne keinen Namen, könnt ihr knicken. Geht keinen wir dann. Nachbar ist hier ein bisschen anders als in der Stadt. Also, wohnt nicht direkt ne Wahn, ne? Ne, das ist hier ein bisschen anders. Ist was weiter. Ach, das sieht gut aus, ne? Hier unten, obwohl, da könnte man auch nochmal teilen. Einmal der Besen und einmal das. Könnte man auch. Na, ich muss mal gucken. Lass ich jetzt erstmal so. Und da habe ich dann draußen schon mal ein bisschen die Fuhrwerk. Das lasse ich jetzt auch erstmal so. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Und da kam der dann noch nachher und oh, und nachher wurde mir zu warm. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist Pillow, jetzt muss ich rein. Das hätte ich immer ausgehalten da draußen. Ey, das war ja furchtbar. Das war, auch wenn du im Schatten warst, das hat so im Kopf gedrückt, ne? Und kaum war ich drin, war es schon viel, viel besser. Ganz im Ernst. So, und das fetze ich jetzt. Ja, das fetze ich jetzt. Das fetze ich jetzt so richtig. Und hier lang. Jo, das gefällt mir nämlich sehr gut, das Motiv. Ja. Ja, und dann... Muss ich doch mit der Hand anfangen, so mit dem Finger. Ja, ich reiß das nie so super toll gleichmäßig, will ich nicht. So, hier haben wir die Tante. Habe ich ja gesagt, da mache ich einzelne Elemente draus. Oder habe ich das nicht gesagt? Doch, ne? Und hier weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ich könnte die Eulen noch einmal. Und dann hätte ich das Podest da noch einmal extra. Ja, so quasi in etwa so ungefähr. Ja, da bleibt dann nicht so, das futzel ich mir noch richtig, wie ich es haben will. Die finde ich so trollig. Guck dir die mal an. Ja, auf jeden Fall echt. Ich habe da draußen ein bisschen geackert, bis dann die Hitze kam.
Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt ist rein, jetzt ist gut. Und dann habe ich mich nach drinnen verkrümelt und selbst mein kleiner Helfer, der sagte dann nachher, jetzt wird es langsam zu warm, ich mache jetzt Mittag, sag ich, ja, das ist gut. Ne? Denn das hält sie echt nicht aus. Ne? Die Hitze ist so fies, das drückt so, das ist echt ekelhaft. Und wir waren uns einig und meinte, irgendwann später, jeden Abend oder so, sag ich, ja, irgendwann später, jeden Abend, das ist genau das, an alles anderes mumpelt. Weil das ist echt, da wirst du bekloppt. Da kannst du auch nicht mehr schaffen. Ich könnte irgendwo eine vernünftige Linie dran legen, so. So, und dann hat man da. Ja, und das sind so die Wolken. So, das passt. Zack. So, und jetzt habe ich die Blätter gefetzt. Aber das sieht so schön aus, ne? Das alleine ist doch schon eine Ansichtskarte, finde ich. Ja, wenn du so überlegst, die Highlands oder so, ne, die schottischen Highlands, so. Irgendwie, wenn das da so aussieht, keine Ahnung, aber so stelle ich mir das vor mit dem Nebel und dann die Eule da. Und hier, da können Rumänien sein. Schloss Dracula oder so. Ja, mir fällt immer auch ein zum Krempel ein. Gut. Jetzt habe ich hier das noch. Jo, was mache ich damit? Ich weiß es noch ja nicht. So hat das, ne? Oder? Ne, das ist so. So. Da wächst der Baum hoch. Ja, ich lasse das mal so. Dann haben wir hier das Schöne. Das finde ich auch irgendwie, ne? Ist das ja voll cool. Das kann man ja so aufkleben. Dann hast du eine Seite total schön umrandet. Finde ich klasse. Dann haben wir, was haben wir hier für einen Schnibbel? Ah, so, von dem handgeschöpften Wart. So, gucken wir mal. Könnten wir auch eine Perle von drehen? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, mal gucken. So, dann haben wir hier. Ey, die finde ich süß. Die finde ich total süß. So, und daraus machen wir einzelne Bildchen. Finde ich. Denn ich habe von mir, ich bin ja am Räumen, ne? Ich bin ja hier in das neue Zimmer am Umziehen mit meinen Bastelsachen, was natürlich noch 30 Jahre dauern wird. Weil so viel Krempel wie ich habe, ey, das ist echt, boah, ey, das ist der Hammer. Und da habe ich hier, wenn ich was ausgestanzt habe früher, dann habe ich das immer behalten. Denn das sieht ja gut aus, ne? Hier kann man auch sehen, hier habe ich nicht nur gestanzt, sondern nach dem Stanzen noch geprägt und dann sieht das total cool aus. Die Schildchen habe ich natürlich nicht mehr, aber die Rähmchen kann ich ja auch benutzen, ne? Ja, jetzt sind die natürlich ein bisschen groß. Toll. Aber ich habe noch andere. Ich habe auch noch andere. Andere. Ja, wenn ich jetzt rauskomme, dann habe ich wieder verraten. Super. So, dann gucken wir da mal, dass wir da irgendwas zusammen kann. Ja, das ist komisch Farbe, aber die kann man ja auch noch ändern. Ne? Ich lasse die anderen mal auf Seite liegen. So, die kann man ja auch noch ändern, die Farben. Ich muss ja nur mit irgendwas drüber gehen, das ist gut. Ne? So, gucken wir jetzt. Wenn... Ach, ey. So, passt du da drauf, ja? Und dann sieht das aus, ja gut, da komme ich da in die Jule rein, ne? Ja, das ist blöd. Und so ist die eine in der Mitte, das ist auch doof. Und hier, ne, das passt nicht. Und das passt auch nicht, ja, das ist ja wieder klasse, ne? Warte ich mal auswirken, das passt nicht. Ja, das passt aber. Das Rähmchen passt. Heißt, ich muss das nur ausschneiden. Hier, das ist übrigens die Rückseite von dem Karton. Das ist so ein Leinenkarton.
Aber die Rückseite finde ich in diesem Fall ja viel, viel schöner. Also, was hatte ich jetzt gesagt? Welchen? Den? Ja, der ist höher, ne? Ja. Hole mir den. Jo, das heißt, ich muss das erst mal hier so ein bisschen. Ja, hier so ein bisschen Leinenstruktur drauf. Also die Rähmchen, die habe ich auch schon früher bei Grußkarten immer noch benutzt. So was schmeiße ich nicht weg. Nee, das mache ich nicht. So, und jetzt muss ich ganz genau aufpassen, denn ich will das hier als Rähmchen benutzen. So. Ist natürlich ein dünnes Rähmchen. Das habe ich jetzt super überlegt. Ey, klasse. Naja. Na, da kann man schon irgendwie hier backen. Ich hätte auch mehr von dem Karton stehen lassen können, aber gut. Jetzt habe ich jetzt so angefangen, jetzt muss ich jetzt so fortführen, ne? Ja, ich mache da Pi mal Daumen mit dem Abstand. Mann, das ist ein Junk Journal. Und das ist ja nun wirklich eigentlich Müll, ne? Andere schmeißen das weg. Ich bringe das nicht übers Herz, weil ich finde die einfach schön und kann man ja noch nehmen. Ist ja noch gut. Müsste man nach googeln. Rüdiger Hoffmann, das Frühstücksei. Wenn er das noch nicht kennt. Das ist aus einem Bühnenstück. Und da kommt eben irgendwann mit dem Frühstücksei. Ich habe mich schibbelig gelacht, wie ich das gehört habe. Echt. Fand ich zu gut. So, habe ich jetzt nicht noch eine alte Buchseite hier rumfliegen oder sowas. Ach, hey, schon hier eine Zeile. Ich brauche nur eine. Neuerdings kriege ich immer zweimal. Ich weiß auch nicht. Ist das so eine besondere Vergünstigung, wenn der Mann gestorben ist, dass man dann zwei kriegt? Ich weiß es echt nicht. Ich kriege jetzt echt zwei. Früher kamen sie nicht regelmäßig und jetzt kommt sie jede Woche und dann noch zwei Stück, ey. Was soll ich mit zwei von den Dingern? Ich blätter die sowieso nur durch. Ich gucke die nicht so besonders. Ich gucke, ich blätter das Mitteilungsblatt durch. Weil da sind ja schon mal wichtige Sachen drin. Das muss man leider wissen, ob man will oder nicht. Ja, und alles andere ist mir egal, ne? Was ich nicht wissen muss, das juckt mich nicht. So. In Schwarz würde mir noch besser gefallen. Ohne Quatsch. In Schwarz würde mir viel besser gefallen. Jetzt gucke ich mal eben. Daher ist doch Black. Ja, hier ist er doch. Ah, ja. Gut, komm, Zeitung, Kiste nochmal her. Ja, das sind die alten Dinge, mit denen ich eigentlich Metall bemale. Ausmalen kann ich mit denen nicht. Das geht nicht, echt nicht. Ich finde die schrecklich, die Stifte. Außer dazu stinken, sind die auch super. Ich mag die nicht. Die Dingsbums hier. Die fallen mir echt nicht. Aber für sowas jedes Jahr, ne? Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Hättet ihr klingelt. Alter Falter. So, jetzt musste ich schneiden, weil es hatte an der Tür geklingelt und die Zimmertür offen ist. Und ich hatte ja nicht auf das Fenster geachtet. Da habe ich auch nicht gesehen, wie einer am Fenster vorbei ist. Und da bin ich hier vor Schreck fast vom Stuhl gefallen. Und das wollte ich euch ja nicht antun, ne? Ja. Herzchen schlägt wieder normal, ich lebe noch, war nur der Paketdienst. Da gucke ich gleich rein. Das war eine Post, die, ja, die wurde noch angekündigt. So. Ist es so, ja. Jetzt habe ich auch wieder schwarz am Finger. Ach, ich sehe immer aus, ich sehe immer aus. So, da hole ich den Himmel hoch. Ja. Ja, jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen.
Ah, mit dem komme ich doch auch da rein. Der ist ein bisschen schmaler, ne? Ja, der ist ein bisschen schmaler. Das ist der doch echt doof. Ja, der ist wieder zu hoch. Was mit dem? Hey, der ist zu eng. Ey, alter Falter. Da finde ich echt doof. Ne? Ich will ja nicht in die einen Eulchen rein. Da will ich ja unbedingt nicht reinschneiden. Das will ich nicht. Nein. Nein. Ich hole mir die jetzt mal hier weg. Und dann kann ich da doch ganz genau sehen. Ja. So, und wenn ich das hier aufklebe, dann geht es doch, oder? Ja. Ach ja, komm, das geht. So, dann geht es. Boah, die sollen mich nicht nochmal so erschrecken, echt. Ja, ich habe einen Ablageort, aber das wird einfach vor der Haustür geklatscht. Das ist aber nicht der Post, ne? Das ist Hermes. Das war zur Zeit, war das richtig heftig und dann auch noch bei schlechtem Wetter. Die hatten damals dann nicht einmal geklingelt. Das hat mich richtig gewurmt, ne? Und da habe ich die angeschrieben. Und da war da dreimal hintereinander. Nee, nicht angeschrieben, ich habe angerufen, ja. Hatte ich noch im Netz gesucht, wie ich da anrufen kann. Dann richtige Nummer zu finden. Und beim dritten Mal, da wurde ich knatschig, ne? Da habe ich gesagt, also so jedes nett. Sonst mache ich da dem Netz publik, denn ein Ablagerort ist hinterlegt bei euch. Was hilft mir das, wenn der nicht genutzt wird? Da war ich echt sauer, ne? Ja, und zack, bumm, kam ein anderer Fahrer, ne? Ich weiß nicht, was mit dem anderen passiert. Das ist mir aber auch real. Also, das lasse ich mir nicht gefallen. Wäre ich jetzt nicht zu Hause gewesen, dann wäre das ja echt fatal gewesen, ne? Hätte ja auch einer klauen können. Das geht ja nicht so was. Ja, jetzt sieht er das wohl ja auch nicht richtig. Einfach dazu für die Haustür zu klitschen, ne? Das macht mir ja nicht. Aber gut, das ist passiert. Jetzt schneide ich das hier ab. Aber der hat ja wenigstens geklingelt, oder ich bald vom Stuhl gefallen bin. Wäre ich aber nicht da gewesen, das wäre blöd gewesen. Aber der hat ja gesehen draußen, ich habe die Gartentür auf. Also vom Häuschen und so. Und dann ist eigentlich ersichtlich, dass ich auch wirklich zu Hause bin. Ja. Das ist, ich hätte auch innen der Rand schwarz machen können. Ich bin dusselig. Naja, also ja, beim nächsten Rahmen. Beim nächsten Rahmen. Macht da nichts. So, und damit das dann auch wirklich wie ein Bild aussieht, was man aufgehangen hat, werde ich das natürlich lackieren mit dem Junk Journal Kleber. Versteht sich, ne? Und dann gehe ich dann nur hier innen im Rähmchen mit dem Kleber her. Ja, toll. Jetzt hast du schon wieder auf den Rahmen gematscht. Bist ne Wutz. Und ein bisschen Wasser noch am Pinsel, das ist nicht schön. Muss schnell was Kleber bei, dann geht er durch. So, beim Rahmen, oh ja, geht. So. Und er trocknet ja relativ schnell, dann mache ich das nochmal, dass da wie so eine Glasschicht ist. Also, das hat echt eine coole Optik. Hatte ich ja bei dem Time Traveler, hatte ich ja die Uhr. Ich meine, da war das, oder? Da hatte ich ja die Uhr gemacht. Auch im Bildschirm. Und da hatte ich auf das Uhrenglas, hatte ich ganz dick den Kleber gemacht.
Ja, der Reckleider ganz dick und er hat dann ewig und 3 Tage getrocknet, ne? Aber wenn du dann ein paar Mal einfach drüber streichst, da hast du ja den gleichen Effekt. Und das sieht dann wirklich aus wie Uhrenglas. Also wie so ein Glas drauf. Ne? Was du sonst vielleicht mit Embossing-Pulver oder so machst. Und mit Embossing-Pulver und auch mit Glossy Accent ist mir schon mal passiert, dass die Farben angelöst wurden und dann war das blöd. Ne? Das war echt blöd. Weil so sieht es ja dann noch aus. Total verschmiert. Und deswegen mache ich es lieber jetzt so. Und nicht mal anders. Auch bei Resin ist mir das schon passiert, ne? Habe ich gedacht, oh komm, machst du mit Resin, aber da geht die Farbe ab. Bei manchen Papieren. Ich weiß nicht, ob es hier bei dem Papier jetzt so ist. Aber ich gehe da kein Risiko mehr ein. Hier mit dem Kleber passiert nämlich nichts. Das habe ich jetzt schon so oft ausprobiert. Das ist super gut. Ja, meine Katzen, die haben sich nach oben verkrümelt. Heute Morgen bei Zeiten, weil meine Hilfe hier kam. Und wenn die fremde Menschen hören, da gehen die erst mal auf Tauchstation. Die findest du ja dann nicht. Ne? Die sind dann schön versteckt oben im Haus. Deswegen, ich erzähle immer, ich habe Katzen, wenn mich einer besucht. Ja, ich will deine Katzen sehen. Ja, die siehst du nicht. Ja, wieso? Ja, die siehst du selber nicht. Die verstecken sich. Manchmal denke ich, die Leute glauben sicher, ich lüge. Ne? Aber was soll ich sonst mit dem ganzen Katzenfutter machen? Selber essen tue ich das bestimmt nicht. Ich meine, gibt ja Leute, also soll es geben, die Katzenfutter essen oder Hundefutter. Hier muss früher mal eine Touristin gewesen sein. Das weiß ich von der, die den Lebensmittel hier in der Nähe hatte. Die hat gesagt, die kam immer und da hat die sich Hundefutter gekauft, eine Dose. Und da hat sie die gefragt, ob sie denn einen Hund dabei hätte. Nö. Die hatten wohl dann hier irgendwo eine Ferienwohnung, meinst du, und dann mache ich mir noch ein paar Kartoffelchen dabei und dann habe ich ein lecker Essen. Ja, ich meine, schlecht ist es ja nicht. Wird ja auch gut kontrolliert, also von daher. Aber schönen Dank, bräuchte ich nicht, will ich nicht. Weder Hundefutter noch Katzenfutter. So was will ich nicht essen. Dahin bin ich mit den Kuhn rennen, mit der Wiese und sammeln mal, Gott weiß, wie viele Kräuter machen wir von Salat. So, jetzt sieht man ja nichts mehr. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich glaube, der gehört so rum, ja. Ja, doch, so viel kann ich erkennen. Da ist eine Eule, da ist eine Eule. Ja, doch, es geht langsam. Jetzt lasse ich das erst mal trocknen. So, dann lege ich die Zeitung wieder aufs Seite. Und, ach Gott, küsst die jetzt. So. Jetzt könnte ich ja auch noch gucken. Ich habe hier auch ein paar. Da sind nur Kreise. Ja, der Kreis nicht. Der Kreis nicht. Aber wir haben hier noch so kleine Kreise. Die sind noch hochsüß. Wie wäre das denn? Ja, der ist schief geworden beim Stanzen. Ja, das eigentlich auch. Das ist doof, ne? Aber hier, das sieht doch süß aus, oder? Ja. Das ist zu klein, das geht nicht. Aber das gefällt mir eigentlich schon. Ey, das würde auch gehen. Auch wenn das hier verrutscht ist, weil ich schon ein paar Mal durchgekurbelt habe und das ist verrutscht. Ja, ich habe mehrere Standschablonen genommen und hier, die haben nicht richtig gestanzt. Kannst du sehen, die ist, ne? Die ist noch fest. Ich weiß auch nicht, warum das nicht gegangen ist. Keine Ahnung. Ja, die hätte ich vielleicht mehr unterfüttern müssen oder so. Eine andere Dicke der Schablone. Ja. Gut, dann nehmen wir die mal. Ja, soll ich jetzt die nehmen oder die? Was sagt er? Ich
schöner sieht er denn in den Welten aus? Na komm, nimm das die Welt. Ja, das die Welt. Erst mal grob ausschneiden. Und dann schneide man etwas feiner aus. Ja, und auch das werde ich wieder einfärben. So gut klar. Nehme ich ja nicht so hell. Nein. So. Und zack, bumm, hat man einen schönen Bilderrahmen. So, jetzt schneide ich mir noch die Ule ab. So hin. Komm, ich liege drauf, da kann ich besser sehen. Ah, hier könnt ihr aber mehr abschneiden, ne? Wird besser aussehen. Ja. War doch ein bisschen dick da. Ja, jetzt ist hier immer noch, ist mir egal, jetzt losiert. Komm, ist gut. So. Also etwas da. Ja, doch, das geht hier. So. Zack. Dann hole ich mal wieder meine Zeitung. Dafür haben wir die ja. Dann ist die Rückseite. Ne, ich nehme die. Dann hole ich mal wieder meinen schwarzen Stift. Dann mache ich wieder mit der flachen Seite. Weil es einfach schneller geht. Ja, jetzt wird manch einer sagen, boah, auf der Zeitung ist aber ein schönes Bild. Ja, toll, ich hab die aber zweimal. Und hier will ich nicht mehr zu dünnem Papier arbeiten, denn Alkoholstifte, ne, das ist, das geht direkt durch. So, ja. Siehst du, das geht durch, das geht echt durch. Jetzt mache ich das so und probiere auch den Rand nicht färben. Siehst du? Dann ist das nämlich gleich alles schwarz. Die trocknet ja auch schnell. Weil Alkohol verfließt. Och, jetzt kann ich wieder nicht zu nah kommen. Ja. Ganz genau. Und dann mache ich das hier drauf. Ja, jetzt muss ich aber ganz genau gucken, ne? So. Ja. So, ne? Ein bisschen mehr rüber. Ein bisschen mehr rüber. So. Okidoki. Okidoki. Und, ach Gott, komm hier drin. Ach, ich bin nur ein Troll. Ah, nee, doch, muss ich doch hier machen. Sonst klebt er dann nachher nicht überall. Außerdem muss ich das hier richtig aufkleben können, ne? Ja. Damit das überall pappt. Ich hatte schon gedacht, nee, einfach hier die Eule bekleistern. Aber dann sehe ich nachher nicht, wo sie genau ist. Und ich will das ja doch möglichst schön platzieren. Ich weiß, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber die soll ja nicht hier an der Rand gequetscht werden, sondern dann so ein bisschen im Bild sein, ne? Ja. Ja. So. Also ungefähr ist ein Bild, ne? Ja. So. Und jetzt tue ich Dreck hier innen so ein bisschen verteilen. Ja. Ab bis in die Kuhle da rein. Und dann habe ich dann mein Glas auf dem Bild.
Komm noch ein bisschen die Kohle. So, komm da noch. Ne, der Pinsel ist krumm. Den hatte ich mal zu lange im Wasser stehen gehabt. Naja, und jetzt ist er die alle zwei Sehen stehen. Ist nicht gut für den Pinsel, ich weiß. Was soll's? So. Warum wie in der doppelten Zeitung? Ich weiß nicht, wer die austrägt. Keine Ahnung. Ehrlich nicht. Sonst würde ich mir ja den Austräger mal schnappen. Ich meine, an der Klingel steht ja auch nur ein Name dran. Ich weiß ja nicht, wie derjenige da drauf kommt, hier zwei Zeitungen einzuschmeißen. Ob der einfach welche zu viel hat und meint, schmeiße ich hier mal zwei rein oder so. Keine Ahnung. Oh toll, jetzt klebt es fest. Super. So, jetzt lassen wir das auch mal schön trocknen. Und wenn das dann getrocknet ist, dann schneide ich das Rähmchen ab. Und das relativ flott geht, seht man hier, da ist schon viel mehr getrocknet. Ne? Das dauert halt ein Weilchen. Ja. So, und jetzt muss ich langsam machen, weil so viel Platz habe ich nicht mehr für sowas hinzulegen. Ja, Zeitung wieder weg. Und da habe ich meine Kistchen auf einem kleinen Beistelltisch mit meinen Ephemeras. Also die Umschläge und Ecken und Taschen und so, die ich schon auf Vorrat gearbeitet habe. Ja, die sind da. Ja, siehst du, da können sie einfach so einen Mann nehmen und mit einarbeiten. Wie wird das dann, Frau? Wenn ich das jetzt mal sehen würde. Hier, die passt doch eigentlich, oder? Ja, wenn wir die noch was inken, das ist nämlich so ein, ja, das ist aber ein Umschlag, den will ich aber nicht. Und die andere Seite, ja toll, bleibt da oben. Nee, Herzchen, nicht, das sieht nichts aus. Hier, das. Das finde ich nämlich so schön, ne? Das kannst du aufklappen und dann runterklappen. Das ist doch toll, oder? Kann man auch irgendwo festmachen. Ja. Da könnte man nämlich auch was drauf machen. Ja, da könnte man was drauf machen, wenn man wüsste, was. Das ist toll, ne? Da könnte man was drauf machen, wenn man wüsste, was. Ja. Ach ja, ich bin schon eine Nummer. Jetzt wird das erst mal hier ink, damit das wenigstens halbwegs von der Optik dann dazu passt. Hatte ich mal einen ganzen Schwung gemacht, unheimlich viel. Aber dann, jetzt ist das praktisch. Also, ich hab dann immer die Kisten noch weggeräumt, weil, ne, ging dann nicht alles so. Und hier habe ich mehr Platz. Jetzt kann ich nicht mehr in der Nähe stehen lassen, dass ich den Krempel auch mal benutze. Weil, ich meine, wozu hat man? Ich habe es ja gemacht, damit ich es benutzen kann. Wieso ist denn hier direkt die Farbfeder weg? Was soll denn das? Wo geht die dann hin? Ja, die ist aber nicht durch. Gut, jetzt auch noch auf der anderen Seite. Da. Da machen wir das auch noch. Ja, das ist doch hübsch. Und dann tun wir das hier innen aber auch noch so ein bisschen überall. Dann passt das. Ja, jetzt habe ich das geschmiert, aber das ist okay. Das will ich ja da auch ein bisschen geschmiert haben. So. Das ist doch auch toll. So, väterlich. Jetzt
Ne, da hin, nicht auf der Klebeband, da fällt's drunter. So, jetzt, was mache ich denn da drauf? Also, das Bildchen, das finde ich schon mal schön. Das könnte mir hier drunter kleben. Könnte man da drunter kleben. Ja, ja, ja. So. Ja, mir fällt das Papierchen hier noch nicht so richtig. Das ist ja, so ist besser. Und jeder kann nur noch ein bisschen was vertragen. Ne? Das sieht sonst so sauber aus. Das ist nicht schön. Ne, das muss ein bisschen schäbelig aussehen. Wo ist es? Ach hey, ich hab's ja zugemacht. Wollte schon auf den Klebepott gehen, oh Mann. Ja, der Klebepott ist immer noch auf. Ja, sicher, weil der Pinsel drauf liegt. Denn ich brauche das ja gleich. Und das ist ja nicht so lang, wo der offen ist. So, so. Das verstecke ich hier. Da ist das prima. Ja, doch, da unten. Da. Da. Jetzt benutze ich schon wieder nur den Junk Journal Kleber. Das ist schlimm, ne? Aber das ist, der ist einfach toll. Bei dem anderen, da wälzt sich das Papier viel mehr. Ja klar, verbiegt es sich hier auch, aber nicht so. Also. Meine Lieblingskleber. Ja, toll, ich hab die Finger wieder aussehen. So. So, da sieht man schon mal nicht. Jetzt will ich hier aber noch irgendwas drauf haben. Ja, aber, da, aber die hier, die sieht ja cool aus. Wa? Die könnten wir hier hinmachen. Ja, die sieht doch voll cool aus. Komm, dann machen wir da hin den Rand was eng. Und da brauche ich keinen Kleber, das ist vom Stickerbogen. Tada, ist das nicht cool? Brauche ich keinen Kleber. Und auf dem Papier hält die. Auf jeden Fall. Wo ich ja sonst immer sage, ich traue keinem Sticker. Aber hier hält die. Hoffe ich doch mal. Denn die halten normalerweise. Ja, normalerweise. Zumindest bei anderen. Jo, da haben wir das. Da haben wir das. Und hier will ich jetzt auch was drauf haben. Da, 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 da. Das ist ja, das ist auch so schön, ne? Ja, aber ich hätte hier einfach mit einer Iule. Ne, was Rundes. Also was kleines Rundes haben wir ja nicht, ne? Hier haben wir das Zauberkessel. Und die ist ja auch voll cool. Das ist ja ein geniales Bild, ne? Oder so. Ja. Aber ich muss sagen, mir fällt dafür einfach. Ah, nachher gehen die Flügel ab. Ne? Da haben die auch ein bisschen Schiss vor. Die Flügel. Die Flügel. Ja. Hochdeutsch Flügel. Die Flügel, der Flütter. Oder die Flütter. Ja, das ist wieder Sticker, ne? Müsste ich auf was anderes drauf kleben, dann auf die Ecke legen. Das ist auch blöd. Ach, das finde ich so süß, ja. Ne, das Elfenzauber, komm. Oh, nicht bei der Eul. Nicht bei der Eul. Das ist das Einhorn. Hier nichts Kleines? Ne, ich glaube, ne, die Kleinen, die sind nur bei Elfen. Jo, das ist aber doof. Das ist aber echt doof. Die ist mir auch zu groß. Ja, was mache ich denn da?
Die Qual der Wahl. Hey, das ist ja ein stabiler Karton, ne? Von so einer Ansichtskarte. Ach Mann. Ja, nehmt euch Zeit, holt euch noch einen Kaffee oder so. Ich hab keine Ahnung. Finde ich auch so schön. Guck mal, die Eule mit dem Baum da, das sieht doch voll cool aus, oder? Och, hier, ich kann die Kleine hier holen. Jo, hol mal die Kleine. Ist doch auch hübsch. Oh, mit den Schnecken bin ich jetzt auch drüber. Also ist ganz selten, dass ich nochmal eine sehe. Und jeder, der das nicht leiden kann, möge jetzt bitte weghören. Die erstech ich. Echt. Das sind dann einzelne. Und ich habe dann die ersten zwei Morgen, da habe ich gesehen, dass die werden ja von den Kameraden aufgefressen, ne? Da habe ich nämlich auch die Schleimspuren gesehen. Jetzt aber seltsamerweise ja nicht mehr. Die sind aber trotzdem morgens weg. Aber mir ist eingefallen, hier ist ja auch Igel, Fuchs und sowas zu Hause, ne? Ja, da holen diese Stadt. Ja, echt. Igel streunen hier vorbei. Und Füchse, die kommen hier auch bis ans Haus. Nein, ich habe keine Angst vor Tollwut. Die haben wir nämlich schon lange nicht mehr hier. Also kann man sich wirklich beruhigt zurücklehnen. Die tun einem auch nichts. Sind total lieb. Die sind ja froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Ja, und wir haben auch einen Marder im Haus. Ja. Ich hab noch mal im Haus. So, das ist jetzt fertig. Ist doch schön, ne? Ja. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ist gut. Ja. So, der Eulen. Elfenzauber. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Keine Ahnung. Ja. Und damit muss ich auch mal gucken, was ich mache. Ey, ich hab kaum was verbraten. Ich bin seit einer Dreiviertelstunde dran. Schrecklich. Echt schrecklich. Man soll das nicht für möglich halten. Jetzt will ich auch mal gucken, kriege ich das hier nicht doch irgendwie da raus? Nee, das ist nicht durchgestanzt. Nee, dann mache ich kaputt. Dann mache ich kaputt. Das geht nicht. Das hätte ich ja damals schon rausgemacht. Jeder sucht total viel. Das ist doof, ne? Dabei wird eigentlich schön, aber man sieht es ja, das sieht ja nicht. Schade, denn eigentlich gefallen mir die Münster schon. Das wären ganz tolle Bordüren, ne? Da könntest du auch, sowas kannst du auch als für Eierbecher, ne? Rund machen und, ne? Geht auch. So, jetzt habe ich noch Hiddart. Das würde ich aber auch gerne als so ein Bildchen nehmen. Ja, dann hole ich mir hier die Nummer. Das finde ich nämlich total schick, ne? Total, guck dir das mal an. Das passt doch total da drunter, oder? Sieht doch gut aus. Ja gut, jetzt ist das Rämchen natürlich schon schief, ne? Logisch. Und wenn man es gerade nimmt, möglichst, ja. Passt doch. Sieht halt aus wie sonst, ja. Toll, das mache ich, komm. Das mache ich. So. Und dann wird wieder ein bisschen beigeschnitten.
So dass man möglichst, ja, sagen wir mal, so dass man Rand hat. Von gleichmäßig will ich ja nicht reden bei mir. Das ist halt so bei mir. Mal dick, mal dünn. Hier schon auf Zeit, mein Eulchen auch. Die Zeitung wieder her. Dafür haben wir das Ding auch wieder ein. Ach ja. Also Nachrichten habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr geguckt. Heißt, was so in der Welt vor sich geht, krieg ich nicht so mit. Echt nicht. Was ich mir denken kann, in der Ukraine ist immer noch Krieg, weil hier und da, ja gut, wenn ich mal beim Autofahren Radio höre, da sind sie immer noch deswegen dran. Ja, gut, ne? Aber da hat man sowieso gedacht, dass das nicht so fix rumgeht. Voll normal, ey. Und ja, soll ich sagen, ne? Hunger ist noch in der Welt, sie haben alle Angst wegen kein Mehl, kein Öl, denn das merkst du auch in die Geschäfte. Und eine Freundin von mir sagte, bei uns ist der Essig knapp. Ich sage, ey, willst du mich veräppeln? Was wollen die denn alle mit Essig? Ja, der Essig ist knapp, ich weiß es auch nicht. Und dann bin ich in den Chef gucken gegangen. Und da sagte ich, ey, der Essig ist ja auch hier knapp. Ist ja nicht mehr so viel, wie es mal war. Und da habe ich gedacht, wieso das denn, ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, Öl, okay. Bitte von der Henne, der Weizen und vieles, ne? Also, mit dem Mehl was Enges, wusste ich auch. Ja, ich brauche kein Mehl. Das, was ich brauche, das habe ich da. Ich sage, ich bin ja sowieso so. Einer, der gerne Vorräte hat. Und seit der duseligen Pandemie eh. Ja, also, da habe ich keine Probleme mit, ne? Ja. Also, jetzt der Essig auf einmal so knapp wird, das verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Was ist denn jetzt am Essig dran? Ich meine, gut, dass sie dann kurz nach dem Öl auf Margarine abgefahren sind. Ich hatte ja dann noch irgendwo mitgekriegt, Butter ist auch sehr, sehr teuer geworden. Ja klar, Viehfutter ist teuer, dann wird auch die Butter teuer, ne? Irgendwo logisch. Ja. Und die Milch wohl auch, keine Ahnung, ich kaufe hier kaum Milch. Es ist ja sehr selten, dass ich meine Milch kaufe. Das fällt mir nicht auf, du. Ja, aber der Essig, das ist das nur mit den Transportkosten oder was? Das dann Leute, aber nee, das ist echt wenig in die Geschäfte. Ich weiß nicht warum. Also Klopapier wird diesmal nicht so gebunkert. Ja, die haben wahrscheinlich immer noch daheim vom ersten Lockdown. Da haben sie ja all Klopapier gebunkert, als würde ihnen das überleben sie schon. Ich weiß es da muss ich euch auch erzählen. Das muss ich euch erzählen. Weil der da, der hing ja auch überall, ne? In den Medien, Klopapier, Engpass und. Und mein Mann, der hat sich schon da ein bisschen lustig drüber gemacht, weil der konnte du nicht verstehen. Und hat dann immer gesagt, jedes Mal, wenn ich einkaufen ging, so einmal im Monat, denk an das Klopapier. Und da sage ich mir, an Klopapier. Ja, denk an das Klopapier, das ist wichtig. Hat er immer so scherzeshalber gesagt. Der hing aber damit so auf den Keks. Ich sagte, Carol, wenn du nicht langsam damit aufhörst, dann kaufe ich dir jedes Mal eine Packung Klopapier. Was du dann damit machst, das ist dein Problem. Und wenn du so auch nicht dein Bett stapelst, ne? Und leider hat er mir das nicht zugetraut. Ich habe ihm dann jedes Mal, ich weiß nicht, von drei Touren hintereinander Klopapier mitgebracht. Und habe ihm das hingestellt. Ich sage, sieh zu, wie du damit fertig wirst. Ich räume nicht weg.
Meine Vorratsecke ist voll. Ja gut, dann ist er nachher blass geworden, ne? Und hat gemeint, nee, ist gut, kauf kein Klopapier mehr. Ich meine, so viel brauchen wir nur echt nicht, ne? Aha, ja. Ja, aber jetzt mit dem Essig, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, gut, mein Margarin, wenn ich sehe, oh, es gibt's. Ich habe ja nur eine Sorte, die ich wirklich esse. Die schmeckt gut, ist gesund, hat Omega-3. Und ja, gut, wenn ich sehe, ah, es gibt's, da hole ich mir dann ein Töpfchen mit, ne? Ja, das ist auch nicht der billigste und nicht der teuerste, aber zum Kochen nimmt die wohl kaum einer. Das ist auch schön. Ach Gottchen. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Ey, das ist so ja super schön. Das ist so schön, dass ich das hier drauf mache. Ja, aber das ist ja der Torn nicht. Das ist auch wieder doof. Da siehst du dann den Torn nicht. Das ist doof. Und hier bei dem großen Job. Jetzt habe ich hier statt Ausland Auenland gelesen. Mann, jetzt bin ich aber echt schon der Elfenwelt. Oder Elbenwelt. Hey, habt ihr mal doch auch so ein. Hey, ist doch der Riesenfuzzi-Vogel. Der da. Der sieht auch gut aus, oder? Nee, das sieht schöner aus, oder? Immer die Quälerei. Mit dem, was man machen will, machen tut. Machen soll. Und wenn ich das nur hier so als Tasche aufklebe, da kann man ja da auch noch was drin stecken, ne? Ja, das ist doch auch eine gute Idee. Da kann man hier oben was rein tun und hier unten. Ja, gut, komm, das machen wir. Ja, und ist schon immer noch der dünne Pinsel. Ist egal. Hier für den Rand, da reicht doch der dünne. Ach ja. Ja, und wie es dann nachher Klopapier gab und es war ja dann nachher auch Sommer, da gingen ja auch die Zahlen runter und so. Und ich sag so, jetzt gehe ich auch nochmal in die Drogerie, weil wir brauchen nochmal das ein oder andere. Ja, meinte es gut. Und dann kam ich wieder und dann sagte ich, guck mal, was ich gekauft habe. Meinte, was ist das dann für Dingen? Und ich, ja, hör mal, das ist eine Po-Dusche. Was ist das? Ja, eine Po-Dusche. Machst du Wasser rein und wenn du dann deine Chef die macht, das Ganze der Puppes abspüle. Wenn der Klopapier mal aussieht, da hat er mich angeguckt. So, das ist gut, ne? Also ich finde das Ding echt gut, weil das ist ja nur so ein Behälter und da gibt Wasser drin. Ich finde das klasse. Gut, ausprobiert haben wir doch noch nicht. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, ne? Kommt ein bisschen gerade, ne? So ist besser. Man weiß ja nie, was so ist. Ne? Das könnten wir dann benutzen. Ne, jetzt tue ich hier ein anderes hin. Hier oben will ich auch Ohren verhindern. Wir können doch einfach, hey, ja, ist doch Post da, ne? Post da. Ja, komm, nimm mal den. Ah, das ist einfaches Papier, Jod. Jetzt hole ich mal aber doch den etwas dickeren, breiteren. Ja, toll. Da brauche ich jetzt voll Klebstoff. Alter Falter. Oh Mann, ey. Oi, oi, oi. Ah, super. Jetzt hast du noch den Finger voll gematscht. Du bist echt ne Wutz. Jetzt hast du alles voll gematscht. Oh Gott. Wie kann man nur? Abbruch damit. Ah, ich hätte noch vorher inken können. Ja, vorher. Jetzt sieht das nicht mehr. Jetzt ist das rum. Versuch's und hängst du mit deinem schönen Ärmel noch einen Klebstoff drin. Das wäre echt blöd. Wenn ihr das so fein kocht, gedöns, das sieht dann hinterher echt eklig aus. Das weiß ich deshalb, weil als Teenie hatte ich eine Kochtose. War auch fein kocht, aber nicht so fein, ne? Und da ist mir echt Tapetenkleister drauf gekommen, aber das ging dann nicht mehr raus, ne? Die Fasern waren total versaut, ohne Quatsch. Das war echt schlimm. Naja, gut, ich konnte die Hose sowieso nicht leiden. Ne? Von daher fand ich es nicht ganz so schlimm. Ich konnte die echt nicht leiden. Ne?
Aber das ist das, wenn andere für dich Klamotten aussuchen und du bist Teenie und hast einen gänzlich anderen Geschmack und naja, das war eine neue Hose, ich war sowieso froh, dass ich eine hatte, aber deswegen fand ich es nicht so schlimm, dass die da ein bisschen versaut war. So. Passt doch, ne? Ja, eigentlich mit der Eulenpost hätte das gepasst. Und nicht mit dem Einhorn am Jodis kommen. Hey, die Kniepsäule. Ah! Die passt nicht da rein? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das wäre so cool, wenn die da reinpassen würde. Aber wenn ich das hier am Rand abschneide, dann würde es passen. Dann würde es passen. Dann wird das passen. Ja. Wir können aber auch da reinstecken, ne? Hey, so. Ah ne, das ist ja zum Aufklappen. Also, das ist doch real. Das ist doch real. Kann man trotzdem reinstecken, aber das mache ich erst, wenn die trocknet ist. So. Ja, vielleicht tue ich das. Oder soll ich die doch? Die wäre so cool. Oder hier die. Hedi, guck mal, wenn du das vorstellst, die hängt da drin und da gucken nur die Eulchen raus. Das ist doch total zum Schießen, oder? Komm, das mache ich jetzt. Mein Hebelschneider ist da unten. Da mache ich das an nochmal. Ach, ich lasse es erstmal trocknen und da gucken wir dann mal weiter. Ja. Jetzt tue ich erstmal die Pinsel wieder entwässern und den Kleber zumachen, denn wir haben schon eine ganze Weile um. Hier, das ist jetzt, ja, ist schön am Trocknen. Ich tue mir eine Zeitung aus dem Weg, das sieht so doof aus. Wenn sie jetzt liegen bleibt, danke, bleibt. Ist schön am Trocknen. Und das ist jetzt ein bisschen am Glänzen. Jetzt muss ich ein bisschen aufstehen, damit man das sehen kann. Schau. Sieht man das? Ja, doch, ne? Das sieht man. Glänzt wirklich. Ja, und die zwei. Oh, toll, jetzt haben die doofe Gesicht geklatscht. Ich bin dusselig. Ist aber nichts passiert. Die zwei müssen jetzt noch was trocknen. Und ja, doch. Haben wir noch Zeit jetzt gehabt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und bis dahin, in diesem Sinne, ne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.